Das, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ihr habt es im Titel bestimmt schon irgendwie so ein bisschen erahnen können. Und zwar baue ich mir heute mal einen Halter für meinen guten Exzenterschleifer. Den habe ich jetzt schon relativ lange und ich benutze ihn speziell bei Massivholzprojekten echt oft. Und da habe ich so ein paar einfach so kleine nervige Dinge. Jedes Mal. Wisst ihr allein schon die Tatsache mit diesem Schleifpapier hier? Ich muss jedes Mal da oben hingreifen und fliegt meistens eine Packung runter. Das mache ich schon so lange. Und heute werde ich mir endlich mal einen Halter bauen, aber nicht nur für das Schleifpapier, sondern auch für den Exzenterschleifer. Vielleicht interessiert es da ja jemanden, hier dieser gute Exzenterschleifer, der liegt immer hier drunter. Das Kabel liegt dann hier und hier stehe ich ja immer und dann steht auch manchmal ein schwereres Stück Holz auf dem Kabel und das ist echt kacke. Speziell wenn wegen sowas Blödem dann das Kabel frickt. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt in die Kommentare schreiben, hättest du mal eine Handkreissäge mit Führungsschiene. Das würde dir das Leben so eher einfach. Philipp, ich habe so einen Sparfehler. Das hier sind ja meine beiden Seitenstücke, die ich gerade zugeschnitten habe. Und da will ich jeweils Nuten reinfräsen, damit ich dann später sowas wie Ausziehböden reinmachen kann. Es bietet sich hier auch echt an, weil das hier ist eine 9er Platte. Da kann ich einfach mit dem 10er Fräser hier die Nuten reinmachen. Ich muss halt gleich nur darauf achten, dass ich da den Abstand gleich gestalte. Und jetzt werde ich mir erstmal die ganzen Stellen markieren, wo dann die Nuten hin müssen. So. Oh, ich muss so schlecht im Kopf rechnen. 55, 65. Also ich glaube, ich bin ja einer der wenigen hier auf YouTube, der die Oberfräse echt so selten benutzt. Ich muss sagen, ich benutze auch ehrlich gesagt nicht so, ich benutze einfach nicht gerne. Vielleicht ist das einfach so ein Tick von mir. Aber ich sag mal, wenigstens habe ich eine. Früher hatte ich ja nicht immer einen Frästich, also einen gescheiten. Da ist das hier auf jeden Fall besser. So, wer stört? Warum hängt dann der Scheißteil jedes? Das ist so eine Kacke, Alter. Fuck off. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt hier ein paar Nuten gefräst und was hier halt einfach nur wichtig war, ist, dass ihr die Teile nicht verdreht, damit die Nuten auch immer an denselben Abständen sind. Und weil ich da immer noch die Billigfräser drin habe, sind hier relativ starke Ausrisse. Aber hier kann ich jetzt das einfach mit diesen tollen Schleifblitzen schnell wegschleifen. Jetzt ganz simpel, einfach zwei, drei Schrauben, die das Ganze dann zusammenhalten. Ich werde auch keine Holzleim benutzen, weil in meinen Augen irgendwie hier nicht so viel Sinn macht. Man könnte es zwar benutzen, aber na gut, brauche ich es einfach nicht. Dieses Projekt begeistert mich jetzt irgendwie schon. Jetzt schneiden wir hier vorne auf jeden Fall diese Teile. Als erstes auf Länge, auf die finale Breite noch nicht, denn da will ich hier das Teil ausprobieren, damit das auch gut läuft.
Die Böhnen habe ich jetzt zugeschnitten und das gefällt mir schon richtig gut. Aber jetzt haben wir hier noch so spitze Kanten. Und ich weiß, wenn ich mir nicht die Finger aufkloppe, wird sich mein Vater oder irgend... Na, mein Vater wird sich an jeder Kante die Finger aufkloppen. Was laber ich hier? Auf jeden Fall will ich hier die Kanten weghauen, damit ich mir nicht wehtue. Und da werde ich heute mal was Neues ausprobieren. Und je nachdem, wie gut das funktioniert, werde ich daraus auch ein eigenes Projekt machen. Ich zeig's dir mal. Der liebe Pucki hat mir vor einigen Monaten mal hier diese Teile zukommen lassen. Die kann man für teuer Geld kaufen. Er war so nett und hat sie mir mit einem 3D-Drucker gedruckt. Und damit kann man mit dem Bündigfräser die Kanten abrunden. Und dafür muss man aber das Teil holen, legt es dann hier drauf und kann dann am Bündigfräser vorbeifahren. Ist da nicht noch eine Rundung dabei gewesen? Pucki, du weißt doch, für meine weichen Hände brauche ich feine Rundungen, also große Rundungen. Naja, Spaß beiseite, das wird schon hinhauen. Jetzt will ich das Teil natürlich auch irgendwo daran befestigen und ich bin hier Rechtshänder, deswegen liegt die Maschine auch am besten hier auf der rechten Seite und weil ich da keinen Platz mehr habe, mache ich jetzt so Platz und ich will glaube ich, bald mal so ein bisschen meine Werkzeuge mal ein bisschen upgraden, denn viele Halter benutze ich gar nicht. Und jetzt werden wahrscheinlich viele überrascht sein, denn das ist ein French Lead-Teil. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt werde ich als erstes mal ein bisschen Schleifpapier einräumen. Da freue ich mich nämlich schon am meisten drauf die ganze Zeit. Ich schleife immer bis Körnung 320. Das bedeutet, die 320er Körnung kommt nach oben. 20, 240, 180 war schon leer, deswegen habe ich da nichts mehr. Achtzig, 240. Geile Sache, das ist so edel. Was mir speziell so gut an diesem ganzen System ist, ist halt einfach, dass man das hier rausziehen kann und kann sich ganz entspannt so eine Scheibe Klettschleifpapier holen und kann es dann auch wieder reinschieben. Und das läuft auch echt richtig gut. Ich habe hier unten noch ein extra Fach reingemacht, falls ich da mal ein neues Schleifpapier kaufe und das dann hier nicht ganz reinpasst, dann werde ich das einfach hier unten reinstellen. So lange wird es ja dann wahrscheinlich nicht mehr dauern, bis hier dann ein bisschen mehr Luft wieder drin ist und ich da wieder was reinstellen kann. Auch möchtest du jetzt eventuell wissen, welches Schleifpapier ich verwende. Und ich benutze hier ganz ehrlich einfach das günstigste, was ich auf Amazon gefunden habe. Und zwar ist das hier dieses Rhino Grip. Das ist keine Werbung, ich habe es mir damals einfach gekauft und bin ganz happy. Und ich muss sagen, die letzte Zeit habe ich auch echt mega viel Schleifpapier verbraucht. Warum? Ich bin ja ein Drechsler und das bedeutet, Schleifen gehört immer dazu. Aber das Schleifpapier ist jetzt schon alle. Ich habe hier aber glaube ich noch ein Stück rumliegen gehabt. Und dann nehme ich echt ganz, ganz gerne hier diese runden Klettscheiben. Warum? Die kann man nämlich gut falten. Kleiner Tipp, wenn ihr die falten solltet, faltet sie so, dass hier kein Loch übereinander ist. Also nicht so falten, dass man hier quasi durchschauen kann. Denn wenn ihr dann auf der Kante seid und hier mit dem Finger, schneidet ihr euch massiv in den Finger. Immer so falten, dass hier kein Loch durchgängig ist und ihr mit dem Finger durchkommt. Ich benutze dieses Klettschleifpapier beim Drechseln echt super gerne, weil es sehr stabil ist durch das Hakenband hinten drauf. Und das Hakenband federt das auch noch so ein bisschen. Und es macht es ein bisschen dicker als normales Schleifpapier. Und ihr verbrennt euch dadurch dann auch nicht so schnell die Finger, wenn ihr ein bisschen stärker schleift. Und
Deswegen benutze ich hier dieses runde Schleifpapier mittlerweile richtig gerne. Und außerdem benutze ich es auch ganz gerne, wenn ich Kanten abschleife. Da hole ich meistens immer das hier. Und dann ist das auch gut schon vorgeschnitten. Wenn ich jetzt etwas schleifen möchte, muss ich einfach hier oben raufgreifen. Das Kabel hängt hier hinten lose. Das werde ich hier auch nicht aufhängen, weil die Steckdose dort vorne ist. Und dann hat das hier hinten einfach so ein bisschen Spielraum. Wenn ich mit dem Extender-Schleifer dann fertig bin, kann ich das hier oben einfach abstellen. Und dann ist das schön. Gerade noch eine kleine Info, falls ihr das da nicht so beachtet habt. Das ist mein Schleifpapierregal. Da ist normales Schleifpapier drin. Das sind DIN A4 Bögen. Aber das amerikanische Maß ist vielleicht ganz interessant für euch. Das Schleifpapier hat amerikanisches DIN A4 Maß. Und das benutze ich halt seitdem gar nicht mehr. Das liegt auch eigentlich nur rum. Und ich benutze ganz gerne dieses runde Schleifpapier. Natürlich habe ich da etwas noch mal abgehängt, das müsste eigentlich daran, aber das sieht so fürchterlich aus. Eventuell gibt es da bald noch ein paar neue Halter für ein bisschen mehr Werkzeug. Das soll es auf jeden Fall für das Video heute gewesen sein. Ich bin mega happy mit dem Ergebnis. Das ist wirklich, wirklich eine feine Sache. Gutes Ding. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Das wird deine Werkstatt bestimmt auch ein bisschen aufgeräumter machen. Ich sage bis zum nächsten Video. Ciao und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Baby.